Püppchen. Die ist Amy. Hallo zusammen, willkommen zum ersten vollen Tag im Erzgebirge in Oberwiesenthal. Wir stehen jetzt gerade noch vor unserer Ferienwohnung, die auch super gelegen ist, muss man sagen. Da ist ein Café, hier kommt man direkt in den Ort rein, wo man Restaurants, Geschäfte etc. hat. Dann geht es hier zum Fichtelberg und den Skischanzen und zum Bahnhof. Also wir liegen halt echt richtig, richtig super hier. Heute ist Sonntag und wir wollen es mal ein bisschen langsamer angehen, so für den ersten Tag hier ein bisschen spazieren zu den Skischanzen, zur Dampflok und nehmen euch mit und schauen mal, was so wird. Hier sind wir am Skihang. Ihr seht ja auch schon die Skilifte, sind natürlich im Moment nicht in Betrieb, weil wunderbarer Sonnenschein ist und wir haben gerade, glaube ich, 16 Grad, also kannst du echt... Ja, außerdem haben wir Anfang Oktober. Es ist noch keine Skizeit. Natürlich nicht, aber guckt euch das an. Die fängt im November an. Sehr interessant, Flutlicht. Und hier sind die Lifte. Was man aber auch hier sehen kann, die Sesselbahn und die Seilschwebebahn und die Flyline sind offen. Das sind diese grünen Häkchen, die man da sieht. Natürlich sind die Skihänge geschlossen. Da oben ist ein Panorama-Berghaus. Siehst du gleich wie ein Schäfchen aus? Ja. Ich dachte, wäre ihr zu kalt, aber ist scheinbar okay. Bergwasser. Schönes Gebirgsbächelchen. Ja. Geh noch ein bisschen höher, dann kommst du auch rein. Oh, ich laufe nicht gern berg hoch. Hier, da kommt der Papa. Ha, Mausi. Coole Aussicht da. Freude ist groß, ja? Ja.
entlang des Auslauftisches der Skischanzen. Ganz anderer Winkel als wenn du im Fernsehen guckst. Da sieht das nur komplett anders aus, wenn die auslaufen. Außer weiß halt jetzt einfach von der Länge und von der Größe her. Das ist die kleine Schanze. Ah, und die große. Die ist da hinten. Ist jetzt der Teppich ist, wenn die im Sommer üben. Ja, auf Gras, ne? Mit Grasski. Alle kennt wahrscheinlich Jens Weißflog, das ist ein sehr, sehr berühmter und bekannter Skispringer und er ist auch aus Oberwiesenthal, wohnt auch hier und hat ein Hotel. Da schauen wir mal, ob wir die Tage auch hingehen und was essen. Ich habe jetzt gegen die Sonne. Ach, bist du am Film? Ja. Ja, wenn du schon am Film bist, wir stehen also hier jetzt vom Schanzentisch der kleinen Schanze. Rechts sieht man die große Schanze. Da können wir gleich noch hochgehen. Schauen wir uns auch mal an. Mal googeln, sobald wir gleich unsere Hände in die Hand genommen haben. Ich sehe Licht am Ende eines Angeltunnels. Das ist schon mal gut. Eli sieht auch ein Licht. Noch 90 Meter bis zum Ausgang. Schön kühl. Naja, es ist jetzt nicht überwarm draußen, obwohl ich schon am Schwitzen bin. Du hast halt ein bisschen kühlen Wind, aber die Sonne knallt halt voll. Es ist schön, schönes Wetter, schönes Herbst. Geh nicht ins Licht, Amy. Es ist noch zu früh. Ja,
allerdings Martin 28. Da bist du mitgefahren. Ja, das ist total cool. Hier steht was. Teil des Investitionsprogramms zur Vorbereitung der Juniorenweltmeisterschaft Ski Nordisch 2020 ist ein Fußgänger- und Rettungstunnel. Diese Baumaßnahme wurde mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Ein Fußgänger- und Rettungstunnel. Wir stehen jetzt hier am Bahnhof Oberwiesenthal, der ist 930 Meter über Null hoch. Und das ist der Endpunkt der Fichtelbergbahn, die führt von Granzahl nach Oberwiesenthal und zurück. Und das Besondere an dieser Schmalspurbahn ist, dass der komplette Plan- und Regelverkehr dampfbespannt ist. Also alle Züge, die hier fahren, sind dampfbespannt. Und das Zugpferd ist die Baureihe 99, eine bekannte Schmalspur-Lokomotive. Wir werden im Laufe des Urlaubs euch noch jede Menge Züge von außen zeigen, aber auch, wo wir im Zug mitfahren und auch im Rückblick auf die letzten Jahre, da haben wir ja schon einiges erlebt. Es ist immer eine Reise wert, mit dieser Bahn zu fahren und es macht richtig Spaß. Und gleich kommt ein Planzug von Granzahl und den halten wir für euch mit der Kamera fest. Kann man noch fröhlich aussteigen. Ja, so ein Stoff muss ich.
In der Schachtelboot, da gibt es gleich lecker Essen. Prost! Proste mir doch mal zu. Wasser gibt's und Schwarzbier. Für mich gibt es einen lecker Erzgebirger. Guck mal, wie gut der aussieht. Sieht man wahrscheinlich von der Seite besser. Und der Michel hat Roulade. Guten Appetit! Hallo ihr zwei, wir sind in der Schachtelboot und ich habe jetzt nicht in den Herrn Nikola die Hand gekippt, aber wir wollten auch euch anstoßen, weil ihr ja heute nicht hier seid. Ne? Genau, ihr fehlt hier und wir trinken auf euch traditionellen Oberwiesen. Amy! Prost! Amy ist gerade abgehauen. Prost! Bis ein andermal, tschüss!